Und die Hamilton-Symbiose geht in die nächste Runde. Startaufstellung für den Grand Prix von Italien. Wir sind heute zu Gast in Monza, einer meiner Lieblingsstrecken. Und wir haben eine Doppelpole für Red Bull Racing. Eine kleine Überraschung nach dem doch sehr schwachen Saisonstart sind die beiden Red Bull wieder an der Spitze zurück, vor allem hier in Monza. Gasly, auch eine Riesenüberraschung auf der 3. Dann Alonso, Sainz und Norris. Leclerc auf der 7 vor Hamilton. Ocon kommt dann auf der 9 und Russell auf der 10. Die Mercedes ist sehr schwach hier. Wir kommen dann auf Platz 11 und 12, noch vor den beiden Aston Martin auf 13 und 14. Dann Albon und Theo Pourchaire, Valtteri Bottas vor Yuki Tsunoda, Sargent und Vesti und ganz hinten De Vries und Lawson. Und damit Servus und herzlich willkommen zur F1 23, My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Monza, Italien. Und ja, das Qualifying war tough, muss ich sagen. Wir haben Q3 um 10.000stel leider verpasst. Ich habe in der alles entscheidenden Runde in Q2 gerade in der zweiten Schikane einen kleinen Fehler reingebaut. Dafür muss man aber sagen, waren die restlichen Kurven richtig on point. Also es ist echt tough in Monza, auch wenn ich die Strecke super gern mag und wir da in der Vergangenheit auch in den älteren Formel 1 Spielen öfter mal die ersten großen, richtig nice Ergebnisse erzielt haben, ist es echt hier schwer gegen die KI. Die ist stark. Uns fehlt eine gute Sekunde auf jeden Fall auf Pole. Und es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass sich jetzt so ein bisschen das Machtgefüge wieder getauscht hat. Red Bull ist jetzt vorne, Mercedes scheint gar nicht mehr ganz stark zu sein. Und wir sind auf jeden Fall vor Aston Martin, zumindest auch im Qualifying. Ich hoffe, dass wir das so halten können, beziehungsweise dass wir noch ein paar Plätze gut machen können, um in die Punkte zu fahren. Leicht wird es aber, denke ich, nicht. Und ich hoffe, dass wir wieder einen guten Start haben werden. Und dann werden wir einige Windschatten-Battles hier sehen in Monza mit der richtig langen Geraden. Ja, wir gehen auf jeden Fall mit Softreifen rein, hoffen da was gut zu machen. Und dann geht's zum zweiten Stand auf Medium-Reifen. 27 Runden stehen uns bevor. Es sind ein paar Leute auf Medium-Reifen vor uns. Ich hoffe, dass uns das helfen wird am Start. Die Ampel lang auf Rot. Ja, da kommen ein paar Leute nicht gut weg vorne. Zum Beispiel Norris. Wir müssen sogar kurz vom Gas gehen. Ah, Kontakt. Das sind zu viele Autos nebeneinander. Wir haben Kontakt mit Norris. Wir bekommen eine Verwarnung, dabei ist er in uns reingefahren. Aber wir haben es irgendwie geschafft, einige Plätze gut zu machen. Nach vorne verlieren wir zwar jetzt ein bisschen, aber wir haben 4 Plätze gut gemacht. Nice. Ja, zwar ein guter Start, aber Lewis Hamilton auch auf Softreifen ist hinter uns und der attackiert jetzt direkt. Nach vorne 2 Sekunden Abstand nach dem Startgetümmel. Und wir lassen Hamilton da erstmal durchgehen. Platz 8 jetzt. Ja, Windschatten ist hier so enorm wichtig. Hamilton kann sich nicht absetzen, obwohl er die schnellste Runde gefahren hat. Aber wir bleiben dran. Und hinter uns, die Leute kommen nicht wirklich ran, weil sie selbst in Kämpfe verstrickt sind. Also ich bin sehr gespannt, ob wir da nach vorne dranbleiben können, wenn die auch ein bisschen miteinander kämpfen. Der Red Bull vorne, oder beide Red Bulls sind, glaube ich, recht gut vorne weggekommen. Aber dann ist eine große Lücke und dann wird es spannender, was Kämpfe angeht, die ja, uns auch deutlich weiterhelfen können und nach vorne bringen können, wenn wir Glück haben. Und wir sind so nah dran an Hamilton, dass wir jetzt den Rückangriff setzen werden. Da wird er sich nicht wehren können. Und vielleicht schaffen wir es, als eine Art Symbiose wieder nach vorne zu kommen. Durch den Windschatten und DRS haben wir es jetzt sogar geschafft, die schnellste Rennrunde zu fahren. Und die Hamilton-Symbiose geht in die nächste Runde. Ja, aber aus irgendeinem Grund kann Hamilton die Pace von Russell auf Medium-Reifen nicht matchen. Der ist mittlerweile gerade an Charles Leclerc vorbeigegangen oder fährt neben ihm. Das könnte natürlich am fehlenden DRS liegen, sobald Hamilton an uns vorbei ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Oder ob Hamilton vielleicht auch einfach pace-technisch heute nicht auf Top-Niveau unterwegs ist. Ich hoffe aber, dass die Leute vor uns weiter kämpfen. Wir sind nah dran an der 1-Sekunden-Marke, aber wir sind noch nicht drin. Und das kann wirklich entscheidend sein, wenn wir uns ins 1-Sekunden-Fenster vorne begeben, dass wir dann an denen dranbleiben können und dann
vielleicht den ein oder anderen Überraschungsangriff setzen können oder dann mit einem Undercut letztlich über die Box das Ganze entscheiden können. Nick de Vries scheidet außerdem dessen, aber ich glaube, da ist kein Safety Car oder ähnliches die Folge davon. Von daher passt es erstmal. Und was ist da vorne los? Ja, da schätzt wieder Russell gegen Leclerc aus. Viele Fights und Hamilton schafft es auch nicht ganz bei uns dran zu bleiben. Also irgendwas passt da nicht. Währenddessen ist übrigens ein Alpine ganz vorne, der sich ein Windschattenduell mit dem Red Bull liefert. Und hier steht Nick de Vries an einer, finde ich, sehr ungünstigen Stelle. Aber kein Safety Car. Und jetzt durch den Kampf von Leclerc und Russell sind wir urplötzlich drin in ein Sekundenfenster. So schnell kann es gehen und ich hoffe, dass sie den Anschluss nach vorne nicht verlieren. Theoretisch, das Rennen ist noch so früh. Heute ist alles drin. In Monza mit den Windschattenkämpfen. Ihr seht ja, die Führung ist nicht weit vor uns. Wahnsinn, da vorne. Die sind alle übereinander, nebeneinander gefühlt. Ein Kampf um die Führung. Zhou Guanyu und Verstappen ganz vorne. Ein Windschattenduell des Wahnsinns hier, wirklich. Hamilton ist jetzt wieder ganz dahin gekommen und dahinter Sainz und Ocon, die schließen jetzt auch auf. Nur dann ist eine größere Lücke zu Aston Martin und zu Oscar Piastri. Und hier gibt es einen Rückstau. Und wir können das nutzen, um gegen Charles Leclerc vorbeizugehen. Überraschungsmanöver. Der hat früher gebremst, als ich das erwartet hätte. Und er hat nicht damit gerechnet, dass ich dann hier innen reinstechen kann. Ja, schlecht verteidigt, würde ich mal sagen. Platz 6 für uns. Wahnsinn. Oh, Alonso gegen Verstappen und Zhou Guanyu zu dritt nebeneinander hier. Das kostet so viel Zeit. Das ist so unnötig hier. Und wir können dadurch außen an George Russell hinbeschleunigen, weil es eben diesen Rückstock gibt. Und jetzt ist vorne Gasly über alle Berge gefühlt. Und eigentlich will ich mich hier gar nicht einmischen, weil das ist ein dummer Fight, wirklich. Aber Russell steckt zurück. Es ist wirklich ein dummer Fight, was die Leute hier machen. Man sieht ja, wie weit Gasly weg ist jetzt. Und die beiden Red Bulls sind auf Softreifen, alle anderen auf Mediumreifen. Und ich denke, dass wir hier jetzt einfach ausnutzen müssen, dass die Konkurrenz, die KI, ein bisschen dämlich ist. Wir machen einen Undercut, wir gehen diese Runde an die Box. Wir verlieren hier wirklich super viel Zeit, auch wenn wir im DRS-Fenster sind. Aber die ganzen Kämpfe nach hinten, Wahnsinn, wie viel Zeit wir da verlieren. Und Gasly vorne ist jetzt schon echt weit weg. Und auch wenn wir dann auf das DRS verzichten, aber wir kommen jetzt an die Box, holen uns frische Medium-Reifen und dann hoffe ich, dass wir mit einem Undercut ein, zwei Runden eben früher an die Box kommen als die Red Bull und dann vor denen wieder rauskommen. Wir haben die Chance, mit dieser Strategie die Rennführung zu übernehmen. Wir haben Chancen auf den Sieg, weil die Konkurrenz hier wirklich sich in dumme Fights und dumme Kämpfe verstrickt. Ich bin sehr gespannt, ob das vielleicht sogar aufgeht. Wir kommen direkt hinter Norris raus. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Position ist. Er ist zumindest nicht so langsam wie vielleicht der ein oder andere Underdog. Norris war schon in Runde 1 drin, nach einem Frontflügelschaden. Vielleicht können wir da auf jeden Fall mal ein, zwei Runden DRS mitnehmen. Ich glaube, schlecht ist diese Position sicherlich nicht hier. Und Norris hat schon leicht abgefahren im Mediumreifen, deshalb können wir da gut dranbleiben und vielleicht sogar dann angreifen. Währenddessen ist ein Mercedes und eben ein Red Bull an der Box gewesen. Und Verstappen kommt leider vor uns wieder raus, während wir versuchen gegen Norris hier vorbeizugehen. Verstappen fährt sich aber den Frontflügel ab bei Tsunoda. Und wir kämpfen hart gegen Norris und können die Nase vorn behalten, aber Verstappen hat seinen Rennsieg damit hergeschenkt. Das gibt's doch nicht. Und schaut euch mal, wie langsam der jetzt ist. Der hat einen Schaden. Unfassbar. Unfassbar ist aber auch Tsunoda. Der ist so langsam. Aber da können wir hoffentlich hier vorbeigehen, auch wenn er sich da mit DRS wehren kann, theoretisch. Wie sieht's aus mit Albon? Der lässt uns außen hier vorbei. Oh, da müssen wir weit gehen. Das war nicht gut gemacht, aber hauptsache vorbei an den Piloten. Denn der nächste Red Bull ist jetzt schon an der Boxen, genauso der Alpine. Die gehen jetzt entweder von Soft auf Medium oder von Medium auf Hard. Es wird sehr, sehr spannend. Und zwar wirklich um die Führung kann Monza wiederum
eine Sensation für uns bringen oder nicht. Da vorne ist Zhou Guanyu und der ist jetzt virtueller Rennführer, der kommt gerade so vor uns raus. Wahnsinn. Die letzte in Boxen Sorbs, unter anderem auch Oscar Piastri und eben auch der Alpine da vorne von Pierre Gasly, und da hat der Undercutten nicht funktioniert. Gasly übernimmt tatsächlich wieder die Führung, auch wenn es aktuell noch virtuell ist. Ein paar sind noch nicht an der Box gewesen. Gasly, Zhou Guanyu und wir sind virtuell gerade auf Rang 3. Wahnsinn. Wir fahren hier um den Sieg mit. Unfassbar. Ja, ohne harte Kämpfe ist die Konkurrenz schneller als wir sind. Gasly und Zhou jetzt nebeneinander, aber wir können im DRS-Fenster bleiben. Jetzt ist das Feld bereinigt. Sainz und Russell waren jetzt zuletzt noch an der Box. Zhou Guanyu übernimmt währenddessen die Führung und die Frage ist, kämpfen die hart oder nicht? Weil aktuell haben wir gute 4 Sekunden Vorsprung auf Charles Leclerc, der dann natürlich kein DRS hat. Das heißt, wenn Gasly und Zhou Guanyu keinen Mist bauen, haben wir eine extrem gute Chance aufs Podium und vielleicht sogar auf mehr heute. Ja, und genau das meine ich. Gasly wieder neben Zhou Guanyu. Und das kostet Zeit, aber noch ist es im Rahmen, sage ich mal. Noch mussten wir nicht irgendwie vom Gas gehen oder so. Oh, Schreckmoment. Schreckmoment hier in der Luftverwirbelung. Wir verlieren den Anschluss an Zhou Guanyu und Pierre Gasly. Das gibt's doch nicht. Oh nein, hoffentlich war das nicht entscheidend. Und ich fürchte, das war entscheidend, denn Zhou Guanyu und Gasly, klar, überholen die sich hin und her, aber die geben sich gegenseitig DRS und Windschatten. Und Charles Leclerc kann jetzt Stück für Stück aufschließen, weil wir einfach von der Pace her nicht ganz bei den Top-Teams heute unterwegs sind. Das heißt, durch diesen kleinen Fehler, den ich da gemacht habe, wird jetzt die letzten 10 Runden das Ganze nochmal ein heftiger Kampf gegen die Herannahenden, zum Beispiel Charles Leclerc, aber auch gegen Ocon und Hamilton, die da hinten kommen. Alpine heute mal wieder bombenstark unterwegs. Und schon ist Charles Leclerc dran. Charles Leclerc mit DRS-Überschuss. Da müssen wir uns jetzt hinten ranheften und hoffen, dass wir dranbleiben können und keine Fehler machen wie vorhin hinter Gasly und Zhou Guanyu. Und auch Charles Leclerc hat es geschafft, sich aus dem 1-Sekunden-Fenster zu befreien. Das gibt's doch nicht. Die Konkurrenz ist einfach zu stark für uns heute. Trotzdem sind wir natürlich viel weiter vorne, als ich mir das erhofft hatte. Und jetzt gilt es einfach nur noch zu fighten, zu überleben. Denn wir haben nach hinten komfortable 5,5 Sekunden Vorsprung. Was auch daran liegt, dass Ocon und Hamilton quasi Runde für Runde, Kurve für Kurve Platz tauschen. So wie Gasly und Zhou Guanyu auch. Allerdings kostet es bei denen da hinten mehr Zeit. Ihr seht, jetzt sind es schon 6 Sekunden nur plötzlich. Also das ist die Hoffnung, dass von hinten eben kein Angriff kommt, weil die so hart miteinander in Kämpfe verstrickt sind. Und Charles Leclerc hat es jetzt auch ins 1-Sekunden-Fenster nach vorne geschafft. Zhou Guanyu und Ocon, ja, die Kämpfe, die verhärten sich. Die können nicht mehr so einfach wegfahren. Es kann sein, eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die jetzt da eben entsprechend weiter fighten und wir nochmal aufholen können. Aber diese Hoffnung habe ich an der Stelle noch nicht. Ich hoffe aber einfach, dass wir diesen vierten Platz hier gut ins Ziel bringen können. Das wären super wichtige Punkte auf dem Konto für uns. Der Abstand nach hinten wird immer komfortabler. Die fighten weiter hart. Ocon, Hamilton und auch Sainz sind dann mittlerweile involviert. Russell glaube ich auch. Und dann schließt jetzt auch schon bei Piastri auf, der natürlich auch profitiert hat davon, dass Verstappen sein eigenes Rennen zerstört hat und die beiden McLaren heute nicht schnell unterwegs sind. Aber er muss sich da eher gegen die Aston Martin zur Wehr setzen, die natürlich ihrerseits DRS auf unseren Teamkollegen haben. Und nach vorne wird es vielleicht tatsächlich nochmal spannend. 3 Runden sind noch zu gehen, nur 1,5 Sekunden der Abstand. Die gehen hier 3 wide, 3 Runden vor Schluss da vorne. Zhou Guanyu, Gasly und Leclerc, der jetzt zum ersten Mal in diesem Rennen die Führung übernimmt. Und wir sind auch wieder dran durch diese Fights, das ist unfassbar. Wir gehen gleich in die letzte Runde dieses verrückten Rennens und die besten Karten auf den Sieg hat meiner Meinung nach Charles Leclerc, der ist gerade wieder auf Rang 2 und kann jetzt vielleicht im DRS-Bereich angreifen nach vorne. Die Reifen sind schon ziemlich matsch, wir sind leider nicht in Schlagdistanz zu Gasly, der kann sich natürlich sein, dass jetzt auch mit DRS wären. Wir geben aber nochmal alles, um ranzukommen. Leclerc übernimmt die Führung, kann er das halten oder kommt Zhou Guanyu zurück?
gut rausgekommen aus der Schikane. Die einzige Chance, die wir wahrscheinlich noch haben, ist eventuell eben auf Platz 3. Wir jagen Gasly die Angst ein. Ich nehme euch jetzt mit auf die letzten paar Kurven. Ich bin gespannt, wer dieses Rennen gewinnt und ob vielleicht Gasly noch einen Fehler macht. Aber das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Wir können aus eigener Kraft dann nicht mehr aufschließen. Platz 4 wird es am Ende für uns werden. Super zufrieden, auch wenn wir da mehr Chancen gehabt hätten. Zhou Guanyu, geht der da innen noch durch gegen Charles Leclerc oder was? Nein, er muss dahinter bleiben. Zhou Guanyu, leider nicht der erste Saisonsieg für ihn. Leclerc gewinnt und wir werden Vierter. Unfassbar. Boy, that was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Das nächste Top-Ergebnis für uns, auch wenn es ganz knapp nicht fürs Podium gereicht hat. Heute bin ich mit Platz 4 übermäßig zufrieden. Das hätte ich nicht gedacht, nachdem die Pace eigentlich nicht ideal war. Man hat es ja immer gesehen, sobald wir nicht im DRS-Fenster waren. Die Konkurrenz hier, wie so oft in Monza, schießt sich selbst quasi ins Bein, weil sie einfach so unfassbar extreme Kämpfe miteinander austrägt. Nicht schlau, man sieht es, am Ende haben wir 11 Sekunden Vorsprung vor Sainz, Ocon und Hamilton und Russell, die da einfach nur noch hart gefightet haben. Die wären locker alle schneller gewesen als wir. Von daher können wir sehr zufrieden sein mit diesem vierten Platz. Ein bisschen schade, dass Zhou Guanyu nicht den ersten Sieg geholt hat für seine Person, sondern Charles Leclerc am Ende dann ganz vorne steht. Aber wie hat der das denn gemacht? Hey, also der kam von Startplatz 7 und dann kam er nach und nach dem Boxenstopp näher ran an uns, hat uns geschlagen und dann ist er an allen noch vorbeigegangen. Piastri wird am Ende 10. muss sich Lance Stroll geschlagen geben. Der war heute hart am Fighten mit dem Aston Martin und kam deshalb nicht wirklich an die Kampfgruppe vor ihm ran. Bisschen schade. Er hat auch ein bisschen zu spät den Boxenstopp gemacht, aber wir müssen dankbar für jeden kleinen Punkt sein, vor allem weil der ja dadurch entstanden ist, dass Verstappen den Fehler gemacht hat und nur 12. wurde, obwohl er mit Zhou Guanyu das beste Auto heute wohl hatte. Und Alonso und Norris, keine Ahnung, was mit denen los ist. Norris hatte ja ein Problem, musste zweimal in die Box kommen, aber Alonso ging von der Pace her heute gar nichts zusammen. Große Enttäuschung für McLaren. Und das bedeutet in der Rangliste, dass Hamilton weiter ganz an der Spitze ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon nochmal eng werden könnte jetzt. Also, naja, gut, er hat schon wahnsinnig viel Punkte Vorsprung, ne? Aber wir haben gesehen, dass Mercedes heute doch mit McLaren das schwächste Team war. Also ich kann mir vorstellen, dass so Leute wie Charles Leclerc oder eben Max Verstappen, dem traue ich alles zu, da doch wieder den Anschluss finden. Aber Verstappen ist schon arg weit weg, muss man sagen. Wir sind auf jeden Fall auf Platz 9, jetzt wieder hinter Zhou Guanyu mit 87 Punkten, aber deutlich vor Aston Martin und Alpine. Oscar Piastri ist zurückgefallen auf die 14. In der Konstrukteursrangliste, ja, da kommt Alpine jetzt natürlich wieder näher ran. Noch haben wir komfortable 31 Punkte Vorsprung und wir haben auch 9 Punkte Vorsprung vor Aston Martin nach diesem Rennen. Wir haben die überholt, wir sind auf Platz 5, richtig, richtig nice. Aber ich glaube, Alpine, die haben ja jetzt schon ein Rennen gewonnen, jetzt nochmal einen Podiumsplatz geholt. Die wollen richtig nochmal Gas geben in dieser Saison. Genauso knapp wird es um Platz 2. McLaren wieder punktlos. Ferrari ist auf 3 Punkte daran gekommen. Mercedes aber schon noch mit einem sehr komfortablen Vorsprung ganz vorne. Es gibt auf jeden Fall eine wichtige Nachricht hier direkt im Hauptmenü. Erstens, wir sind sehr weit oben mit dabei im Leistungsvergleich. Aber die zweite, sehr wichtige neue Nachricht ist, dass es eine Reglementänderung für die kommende Saison geben wird. Aber wir werden auf jeden Fall Ressourcenpunkte jetzt anspannen. Wir haben ja im Prinzip alles Nötige entwickelt, mehr oder weniger zumindest. Beim Antrieb fehlt noch eine Kleinigkeit, aber die kommt hoffentlich bald an. Und dann schauen wir mal, ob wir da eben auf einem Niveau mit den Top-Teams sind. Ansonsten müssen wir jetzt vor dem Grand Prix von Singapur auf jeden Fall eine neue Motor einbauen. Das wird uns eine Gridstrafe
kosten, aber da können wir leider nichts dagegen tun. Und ja, das heißt, da müssen wir einfach früher oder später durch. Auch beim Energiespeicher gehen wir hier auf einen neuen. Und beim Getriebe müssen wir auch ein neues einbauen. Das sind auch alle fünf bisherigen Getriebe zu sehr abgenutzt. Dann schauen wir mal auf die Teamaktivitäten. Wir gehen auf jeden Fall kurz vor dem nächsten Rennen auf einen Konzentrationsboost für unseren Zweitfahrer. Teamaufbau nehmen wir auch mal mit, falls wir da nochmal irgendwas in die Wege leiten, zum Beispiel Strapazierfähigkeits-Upgrades. Und dann gucken wir, dass wir möglichst viele Ressourcenpunkte kriegen. Deshalb würde ich das hier jetzt tatsächlich noch mitnehmen. Und als letztes noch das Sponsoren-Event. Ja, wir spulen vor bis zum 7. April. Ich bin extrem gespannt. Und wir haben richtig viel Glück. Die Teile kommen an, obwohl wir es damals riskiert haben. Und damit sind wir jetzt mit den anderen Top-Teams ganz oben dabei. Auf einer Stufe mit Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes und Aston Martin. Alpine ist minimal dahinter, aber hat man im Rennen nicht wirklich gesehen. Wir haben jetzt alles drin, was geht, außer Strapazierfähigkeit. Das heißt, wir können jetzt Ressourcenpunkte ansparen, anstatt hier weiterzumachen. Wobei sowas Günstiges wie hier könnten wir vielleicht schon noch machen. Das kriegen wir hin. Das würde ich dann sagen, machen wir nach dem Strapazierfähigkeits-Event auch am 10. Aber die anderen Ressourcenpunkte können wir da gut und gerne sparen, weil wir ja noch nicht wissen, welche Abteilungen betroffen sein werden von der Reglementänderung. Ja, wir haben übrigens auch ein bisschen Geld übrig und da gehen wir jetzt hier bei Strapazierfähigkeit auf Typ 3, indem wir das Ressourcenpunkteinkommen erhöhen, dass wir möglichst viele Ressourcenpunkte jetzt einfach bekommen, um dann entsprechend auf Reglementänderungen reagieren zu können. Ansonsten können wir vor dem nächsten Grand Prix nichts machen. Ich spule noch vor die letzten paar Tage bis zum Grand Prix von Singapur. Da bin ich mal gespannt, wie es laufen wird. Da bin ich ja an sich immer sehr, sehr unglücklich. Jetzt schauen wir hier noch ein bestimmtes Event. Okay, wir verlieren ein bisschen Chassis-Moral, halb so wild. Wir müssen da gerade eh nichts machen. Das wird sich wieder regenerieren. Ich hoffe, dass wir trotzdem an diese geniale Serie anschließen können. Wir sind jetzt seit Monaco in jedem Rennen in den Punkten gewesen, zweimal auf dem Podium, aber in Singapur haben wir es im seltensten Fall geschafft. Ich hoffe trotzdem, dass wir das irgendwie mal hinkriegen. Das ist einfach ein super langes, schwieriges Rennen für mich, aber wir werden versuchen, alles zu geben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten in Monza. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.